Willkommen zu unserem Talk, zu unserem Werkstatteinblick über den Digital Twin Bridging Spaces for Seamless Hybrid Teaching and Learning. Wir haben hier ein Bild mitgebracht aus einem Ort, wo das schon so funktioniert, wie man das eigentlich gerne hätte. Vielleicht kennen das die einen oder anderen. Und wollten aber kurz ein paar Worte sagen, wie wir da hingekommen sind und warum wir das überhaupt machen. Dafür haben wir eine Folie mitgebracht aus dem letzten Jahr, auf der wir das sehen können. Das ist nämlich die hier. Da haben wir unseren Projektantrag mit drauf. Und wir wollen uns heute auf eine Sache konzentrieren, die da drin steht, nämlich, dass wir Studierenden ermöglichen wollen, zeit- und ortsvielfältig in unterschiedlichen Netzwerkstrukturen ohne Brüche zwischen verschiedenen Lernszenarien, Umgebungen, Methoden, Medien und Werkzeugen lernen zu können. Was heißt das denn auch überhaupt? Und warum ist das für uns so wichtig? Und wer sind wir? Wir sind ein Team, ein interdisziplinäres Team aus Anja Bertels, Bastian Koch, Christian Kohs, Dominik Daimel, Susanne Gläser und mir. Wobei Bastian Koch, Susanne Gläser und ich schon seit mehreren Jahren jetzt daran arbeiten, hybride Lehr- und Lernräume an der Hochschule zu entwickeln. Und dabei ist der Need entstanden, dass wir gemerkt haben, wenn wir hybride Lehr- und Lernräume haben, dann brauchen wir auch eine digitale Adresse, über die wir darauf zugreifen können, die es überhaupt ermöglicht, die dort verfügbare Technik einzusetzen für alle, die nicht vor Ort sind. Und wir haben uns deshalb zusammengetan mit Christian Kohls, der da schon Professor Christian Kohls, der da schon seit Jahren dran arbeitet und forscht. Und der hat Anja Bertels und Dominik Daimel dazu gepackt, die als Full-Stack-Developer auf verschiedensten Ebenen genau daran mit uns arbeiten und Lösungen entwickeln. Wir werden heute eine Reise machen, dadurch, wie wir aus einer User-Perspektive versucht haben, den bestmöglichen Weg zu finden, wie man damit navigiert. Wir werden uns eine Demo angucken, die wird uns Anja zeigen und sie wird uns auch einen Einblick geben in die Entwicklung. Und was da so eingesetzt wurde. Unser Vorgehen dabei war, dass wir aus der Arbeit an den Räumen geschaut haben, was müssen wir denn da alles machen? Und haben das mit dem überlagert, was wir an Kompetenzen bei uns abdecken können und wo vielleicht auch andere Kompetenzen gefordert sind. Weil was ganz klar ist, das hatten wir auch letztes Jahr in einem Vortrag auf der Reise zu neuen Lehr- und Lernräumen, den es online noch zu hören gibt. Der Raum bestimmt das Denken. Und wenn wir das ernst nehmen für hybride Lehr- und Lernräume, dann müssen alle Merkmale, die wir vorher gezeigt haben, zusammengedacht werden. Und sie müssen auch zusammen spielen, um überhaupt eine grenzenlose, ein seamless Learning zu ermöglichen, dass wir ohne Brüche, die uns aus dem Lern- oder Lehrkontext rausreißen, gemeinsam dort arbeiten können und zu guten Ergebnissen kommen können. Denn der hybride Lehr- und Lernraum, der besteht aus verschiedenen Elementen. Der besteht aus dem didaktischen Raum, der besteht aus dem digitalen Raum, aus dem physischen Raum, in dem wir interagieren, und dem sozialen Raum. Und wir können den Schieberegler zwischen dem physischen und dem virtuellen Raum verschieben, wenn wir Veranstaltungen haben, die viel stärker im realen Raum, im physischen Raum stattfinden. Dann haben wir vielleicht nur eine begrenzte teilnehmende Anzahl, die sich hybrid dazuschaltet. Und dann reicht vielleicht eine einfache Kollaboration, dass man sagt, okay, wir starten einen Videostream. Wenn wir aber eine größere Zahl an Beteiligten haben, die sich virtuell dazuschalten, dann brauchen wir auch Möglichkeiten, dass wir kommunizieren können, dass wir Daten austauschen können. Und das Ganze hängt auch immer davon ab, wie wir das im gesamten didaktischen Rahmen zusammenfassen. Ganz spannendes Projekt,
ist da an der HTW Berlin unter der Leitung von Professor Katja Linnemann entstanden. Das ist die Dort-Perspektive, die das nochmal auf einer übergeordneten Ebene zusammenfasst. Wir haben einmal den didaktischen Rahmen, in dem die Veranstaltung stattfindet. Wir haben den physischen Raum, in dem die Veranstaltung stattfindet, und wir haben den technischen. Das Allerwichtigste dabei ist aber, wie ist das organisiert? Wie ist organisiert, wann und wo die Lehrveranstaltung ist? Wie ist organisiert, wo ich welche Räume finde? Wie ist organisiert, welche Technik habe ich da zur Verfügung? Und wie greift das auch im Verlaufe einer Lehrveranstaltung an sich im Kleinen zusammen? Aber wie greift das auch über das Semester ineinander? Und wie können die einzelnen Komponenten da gut zueinander finden, sodass ich immer wieder an den Lernfortschritt anknüpfen kann, den ich bereits erreicht habe? Und da kommen wir zum ersten Mal zu dem, was wir entwickelt haben, zu unserem Highspace. Und hier haben wir aktuell noch eine Konzeptgrafik, weil was an vielen Hochschulen ja auch Realität ist, dass wir nicht den einen Campus haben, an dem wir ganz toll ausgestattete Räume haben, wo wir auf alles zugreifen können, was wir wollen, sondern wir haben diverse Campi, die sind verteilt, die sind an verschiedenen Standorten in der Hochschule. Wir haben verschiedene Räume an verschiedenen Standorten, die Verschiedenes können. Und auch die Lehrveranstaltung, wenn wir die heute planen, über das Semester, besteht nicht mehr aus reinen Vorlesungen, sondern sie wechselt ab. Wir haben mal eine Aktivitätszone, eine Aktivität, die in der Gruppe stattfindet, wo wir vielleicht sogar Modelle bauen wollen, Prototypen entwickeln wollen. Dann haben wir aber wieder eine Inhaltsvermittlung, dann haben wir eine Reflexionsphase, dann haben wir vielleicht sogar noch eine hybride Prüfung. Das heißt, wir müssen auch für die Lehrveranstaltungsplanung das berücksichtigen, dass wir Orte wechseln. Und daher hier hat einmal das Bild des Highspace. Weil auch bei uns ist das so, die TH Köln ist weit verteilt mit ihren Campi. Es gibt einen in der Südstadt, einen in Deutz, Leverkusen und Gummersbach. Und wir sind mit unseren Räumen, die wir im Projekt physisch auch realisiert haben, im Soutelier, das sehen wir unten links, das ist unser Raum für AR-VR-Aktivitäten, wo wir mit großen Multitouch-Boards die Möglichkeit haben, miteinander zu interagieren. Und wir haben neue Lehr-Lernräume gebaut, die heißen hier ganz trefflich beschrieben Glaskasten, weil es ein offener Bereich ist, in dem vor allem Studierende miteinander lernen und arbeiten können. An der Stelle darf ich an meinen Kollegen Bastian Koch übergeben, der uns jetzt mitnimmt durch die Gestaltung dieser virtuellen Welt, die da entstanden ist, wie das aussieht für einen Lernenden, wenn er bei uns arbeiten möchte. Du bist noch gemutet. Da war doch was. Okay, ja, auch nochmal herzlich willkommen von meiner Seite. Danke, Tobias. Und ich würde sagen, du steuerst die Präsentation weiter, weil wir anfänglich ja ein bisschen Zeit verloren haben. Dann braucht man da nicht wechseln und ja. Ich kann einfach weitermachen. Also wir haben uns Gedanken gemacht, wie könnte so eine idealtypische Nutzer-Journey eigentlich aussehen? Also wie würde man so einen Raum denn benutzen, wenn man Studierender oder Studierende ist. Und dazu haben wir ein kleines Storyboard entwickelt, was uns als Leitfaden bei der Entwicklung der technischen Umsetzung gedient hat. Und als erstes betritt eben ein Studierender einen dieser Räume. In dem Fall haben wir gesagt, das ist so ein Ready Space bei den Ingenieuren und der kommt da bei den Ingenieuren und der kommt da rein, öffnet die Tür und sieht dann halt eben eine andere Studierende aus seinem Team, die bereits an einem der Multitouch-Tische arbeitet, mit dem interagiert und begrüßt die, geht zum Tisch und scannt dann mit dem Smartphone einen am Gerät angebrachten QR-Code ein und kann so in die Session, die an dem Multitouch-Tisch stattfindet, auch mit dem Handy eintreten. Genau, vielleicht noch, was ganz interessant sein könnte, oben rechts sieht man immer so einen kleinen grünen Haken oder später vielleicht auch mal einen rauchenden Computer. Das war für uns so die Markierung, um Ihnen zu zeigen, was wir jetzt schon implementiert haben von diesen Schritten und woran wir noch arbeiten.
zur Eingabe dieses Pins, zu der dann der Studierende aufgefordert wird. Das ist dann sozusagen ein Pin, der mit der Session verknüpft ist und dient entsprechend als Check-in auf dem Smartphone. Genau, das haben wir jetzt, also dieser Screen ist sozusagen, hat beide Icons, einmal den Haken und einmal den rauchenden Laptop. Wir haben das ein bisschen anders gelöst. Im Moment ist es so, dass man erst eine Session auswählt und dann sieht man, dass eine Recap vorhanden ist, die man dann gegebenenfalls auch abspielen kann. Also hier ist ja beschrieben, jemand loggt sich in seinen Account ein und kann dann zwischen verschiedenen Möglichkeiten wählen. Das ist in der Tat dann auch so und eine dieser Möglichkeiten ist dann eben diese Recap, also Zusammenfassung, eine visuelle Zusammenfassung, ein Zeitraffer, ein Video als Zusammenfassung der letzten Team-Session sich anzuschauen. Diese Recaps sollen dann später Arbeitsstände enthalten, sodass man sich einfach wieder vergegenwärtigen kann, woran haben wir denn beim letzten Mal gearbeitet. Genau, die Person wählt halt jetzt entsprechend die Wiedergabe auf dem Multitouch-Tisch. Das geht halt auch heute schon über die Auswahl eines Ausgabegeräts, sodass man dann sagen kann, okay, das Ausgabegerät ist in der Session angemeldet und man kann entsprechend auf diesem Ausgabegerät dann diese Zusammenfassung abspielen. Genau, du kannst gerne einen weitergehen. Jetzt in dem Beispiel ist es so, dass die beiden Studierenden das sich erstmal auf dem Multitouch-Tisch anschauen und hier dann jemand dazukommt, der sich anmeldet und sagt, ich möchte auch in den Raum. Auch das ist ein bisschen anders gelöst. Wir werden das später über einen Feed und einen Chat abbilden können und soll dann auch nochmal eine Kommunikation zwischen verschiedenen Räumen geben. Das ist was, was wir als nächstes sozusagen in unserem Backlog priorisiert haben, dass wir ja die Möglichkeit haben wollen, Ereignisse in einem Feed abzubilden und auch entsprechend über eine Mischung aus einem Feed und Chat miteinander kommunizieren zu können, sodass man halt eben ja schreiben kann, wo seid ihr, in welchem Raum seid ihr, ich komme dazu und dann hat man halt die Möglichkeit, Menschen an verschiedenen Orten hybrid mit in die Session einzubeziehen. Gerne weiter. Genau, jetzt ist halt eben jemand dazugekommen und der Zoom-Call wird gestartet. Auch das funktioniert ein bisschen anders. Was jetzt aber eigentlich entscheidend ist, ist dann auf dem nächsten Screen, dass man entsprechend diesen Zoom-Call dann auf eine Videostele auslagern kann, auf der dann zum Beispiel halt eben dieser Videochat stattfinden kann. Ah, okay, Tobias, es gibt eine Nachricht im Chat. Vielleicht kannst du das Feedback-Fenster unten wegklicken auf Miro, das verdeckt einen Teil der Schrift. Dann kann man das lesen, was unter den Bildern steht. Das wäre vielleicht hilfreich. Da haben wir gerade eine Anmerkung bekommen. Ich versuche das. Ja, ist entfernt. Super. Also man hat also die Möglichkeit, diesen Zoom-Call dann zu verlegen auf eine Videostele. Das kommt jetzt im nächsten Bild. Da muss die Stele entsprechend in der Session angemeldet sein und dann kann man eben das dahin auslagern und hat dann den Multitouch-Tisch wieder zum Arbeiten zur Verfügung. Wir sehen hier in dem Beispiel, ursprünglich war mal vorgesehen, dass diese Videostelen einen sogenannten Idle-Mode haben sollten, der die Benutzung erklärt. Das brauchen wir aktuell nicht, weil wir im Moment auch keinen Login vorsehen und deshalb die Stele eh schon in der Session dann angemeldet ist, weil sie sich im Raum befindet und wir das dann da nicht machen müssen. Aber da kann die Anja auch nachher noch drauf eingehen vielleicht. Ansonsten sind diese Übergänge sehr wichtig. Also gerade dieses, okay, wir haben hier nicht genug Platz, wir lagern das aus auf einem großen Bildschirm, wir holen uns noch was ran, wir holen Menschen mit in die Session, wir verlassen den Raum und machen in 2 Tagen weiter in einem anderen Raum. Das sind so Dinge, die uns bei der User Journey extrem wichtig sind und wo wir auch glauben, dass sehr viele Pain Points heute liegen, weil einfach vieles sehr umständlich ist und sehr viele Schritte benötigt, bis man dann wirklich zum Arbeiten kommt. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger
Fokus in unserer Zusammenarbeit und auch in der Optimierung des Prototypens. Gerne weiter. Wir können gerne, genau, wir können auch gerne da einen Screen weitergehen. Wir haben jetzt hier diese Aufforderung, eben eine Arbeitssession zu dokumentieren, also Impressionen aus dieser Arbeitssession aufzunehmen in die sogenannte Recap. Das erfolgt im Moment noch manuell, dass man halt sagen muss, ich möchte gerne den Screenshot oder das Bild in diese Recap einfügen. Später stellen wir uns vor, dass das automatisiert ablaufen soll, sodass man auch so eine visuelle Referenz an die gemeinsame Arbeitssitzung hat. Genau, gerne weiter. Ich glaube, das war schon der vorletzte Screen, genau, das müsste der letzte jetzt sein. Da würde man dann eben benachrichtigt werden, wenn man jetzt vielleicht nicht an der Sitzung teilgenommen hat, aber ein Teil des Teams hat dann entsprechend gearbeitet, dass man dann eine Benachrichtigung erhält, dass es eine neue Zusammenfassung gibt der letzten Arbeitssession und das würde man entsprechend dann über den Chat erhalten oder vielleicht gegebenenfalls zusätzlich noch per E-Mail. So, das war so mal eine grobe Vorstellung davon, wie so eine Benutzung eines Raums in einer Journey explizit sich darstellen könnte. Und an der Stelle würde ich dann gerne an die Anja übergeben, weil die uns jetzt zeigt, wie weit wir da mit der technischen Umsetzung sind. Genau, also wir haben ja jetzt gerade schon das Konzept gesehen und haben schon auch bei vielem gehört, was bei uns jetzt aktuell schon möglich ist und was noch nicht oder was ein bisschen anders gelöst wurde. Und ich würde das jetzt einmal den bisherigen Stand der Umsetzung vorstellen. Das haben wir hier als Webanwendung gemacht. Das ist halt, wie schon gesagt, ein Blick in unseren laufenden Entwicklungsprozess. Also es gibt einige Entscheidungen, die getroffen wurden, einige, die noch getroffen werden müssen, einige, wo es so Übergangslösungen aktuell gibt. Und es gibt halt drei wichtige Aspekte, die unsere Entscheidungen durchgehend eigentlich immer wieder beeinflussen, weil das drei Aspekte sind, wo wir immer versuchen, einen guten Mittelweg, eine gute Balance zu finden. Das ist einmal das Thema Datenschutz. Einerseits von einzelnen Nutzern, von Gruppen, von Ideen oder Projekten, an denen gearbeitet wird. Dann die Einfachheit, denn was wir eben auch schon gehört haben, das System muss einfach und schnell zu nutzen sein, ansonsten wird es nicht genutzt oder ist auch nicht wirklich hilfreich. Und die Autonomie, also wir wollen, dass dieses System ein Werkzeug ist, um damit zu arbeiten und dass es an die eigenen Bedürfnisse anpassbar ist und man eben auch eigene Entscheidungen treffen kann. Ich habe das jetzt hier so gestartet, als ob ich quasi das erste Mal in dem System bin, damit wir hier wirklich die komplette Erfahrung mitnehmen können. Wenn man hier auf der Startseite ist, hat man erstmal 4 Räume zur Auswahl. Das sind jetzt erstmal die Räume, die wir so provisorisch angelegt haben. Wenn ich jetzt hier einen Raum betreten will, weil ich jetzt hier quasi das erste Mal drin bin, muss ich einen Namen für mein Gerät angeben. Wenn ich das einmal gemacht habe, dann wird es aber auch persistent gespeichert, also auch wenn ich dann einen neuen Tab öffne, wenn ich den Tab schließe, das Fenster schließe, das bleibt trotzdem da und auch wenn ich meinen Laptop neu hochfahre, dann bin ich trotzdem erstmal noch so angemeldet. Ich nenne das jetzt erstmal Anjas MacBook. So, dann sehen wir haben hier in jedem Raum immer schon mal eine Session drin, eine Default-Session. Also eine Session kann man sich erstmal so vorstellen, dass wir jetzt uns in einem Raum befinden. Wir wollen aber quasi so eine Art Unterraum, also irgendwie einen kleinen Bereich, in dem wir jetzt mit einer Gruppe kollaborativ zusammenarbeiten wollen. Und um eben auch diese Einfachheit zu ermöglichen, hat jeder Raum eine Default-Session, damit man einfach sofort loslegen kann, nichts mehr konfigurieren muss. Wenn ich jetzt hier reingehe, wir gucken uns gleich nochmal genauer an, was hier alles drin ist, aber wir sehen halt, wir haben hier dann direkt unsere Session gestartet, unseren Unterraum, in dem wir uns befinden. Wenn ich jetzt hier wieder rausgehe, dann sehen wir auch, dass das jetzt hier in dieser rechten Spalte auftaucht bei Deine Sessions, damit wir eben auch, wenn wir jetzt uns alle 2 Wochen treffen mit unserem Team, dass wir dann trotzdem unsere Session auch wiederfinden. Da wird dann hier eben gespeichert, wo wir schon überall drin waren. Wir sehen hier auch in lila, hier steht Public, das ist halt eine öffentliche Session, wo erstmal jeder rein kann. Das wollen wir aber vielleicht nicht unbedingt. Ich habe ja eben auch gesagt, wir wollen auch die Teams und die Projekte ein bisschen schützen. Deswegen hat man immer die Option, auch eine private Session zu machen. Ich lege meine an und nenne die UF und dann kann ich hier diesen Schalter auf Privat setzen. Und das ist auch eben das, was wir bei dem Konzept gesehen haben. Da haben wir dann jetzt hier oben ein Passwort. Das sind immer 4 Zahlen. Und
dieses Passwort muss man dann eingeben, um in diese Session reinzukommen. Das heißt, ich kann jetzt meinen Teammitgliedern sagen, hey, ich bin hier in dem und dem Raum und das Passwort ist 1017. Wir wollten das so konzeptionieren, dass wir auch mit mehreren Geräten da rein können. Also, dass ich jetzt zum Beispiel nicht nur mit meinem Laptop drin bin, sondern auch mit meinem Handy dann auch reingehen kann. Und das natürlich auch ein bisschen, also das schränkt die Einfachheit ein bisschen ein, wenn man jetzt jedes Mal so einen Code eingeben muss. Deswegen haben wir hier noch die Option, dass man, es wird jetzt nicht funktionieren, weil es lokal gestartet ist und nicht live ist, aber hier hat man dann einen QR-Code, über den man direkt beitreten kann, ohne Passwort, weil wir gehen dann davon aus, wenn man diesen QR-Code teilt, den kriegt man ja nur, wenn man in der Session ist, genauso wie das Passwort, und so kann man einfach noch ein bisschen schneller beitreten. Genau. Wir haben hier ansonsten noch eine ganze Reihe von Anwendungen, also es sind viel mehr, als wir da jetzt vorhin bei dem Konzept gesehen haben, was ursprünglich geplant war. Wir haben hier insgesamt aktuell 13 so kleine Karten mit Anwendungen drauf. Und die Auswahl von diesen Anwendungen, die hatte verschiedene Kriterien. Also wir wollten ja einerseits mit dem digitalen Zwilling irgendwie einen physischen Raum abbilden. Das heißt, wir haben halt versucht, hier zum Beispiel mit Miro haben wir ein Whiteboard, dann haben wir Möglichkeiten, um Dateien miteinander zu teilen, Bilder zu teilen, Zoom, um irgendwie eine Videokonferenz zu starten. Wir haben auch darauf geachtet, dass es zum Beispiel Anwendungen sind, mit denen Nutzer sich schon auskennen, die vielleicht auch eine gute Educational-Unterstützung haben, schon genutzt werden, damit man sich da nicht noch großartig einlesen muss. Wenn man jetzt trotzdem bei einem Symbol keine Ahnung hat, was es ist, dann kann man auf dieses Infosymbol klicken, dann kriegt man hier so eine Informationskarte. Bisher noch nicht mit so sinnvollen Infos gefüllt. Ja, und weil das ja jetzt unsere selbst konfigurierte Session ist und wir autonom sein wollen, können wir hier jetzt auch selber einen Link hinterlegen für unsere Zoom-Session. Das hat natürlich einmal den Grund der Autonomie, aber es hat auch den Grund, dass viele Anwendungen uns nicht erlauben, einfach beliebig viele neue Sessions zu erzeugen, wenn wir hier im System was Neues anlegen. Entweder die Anwendung erlauben es selber nicht oder es wäre super kostspielig. Deswegen haben wir hier die Möglichkeit, dass die Nutzer selber was hinterlegen können und selber das anlegen können. Dann kann da auch niemand anders drauf zugreifen. Genau, wir hatten eben auch in dem Konzept einen Chat gesehen. Der ist bisher, also das Ziel ist, irgendwann selbst noch einen Chat zu implementieren oder eine Art Feed, in dem aktuelle Infos geteilt werden oder auch die Recaps. Bisher haben wir hier nur so eine Einbindung von Discord, so als Overlay. Und ja, jetzt habe ich einmal noch was anderes vorbereitet, und zwar habe ich hier noch ein Inkognito-Fenster geöffnet. Wenn ich jetzt einfach so in einem neuen Tab das nochmal geöffnet hätte, dann wäre ich wieder mit dem gleichen Gerät quasi drin, aber jetzt, weil es ein Inkognito-Tab ist, kann ich hier den Namen nochmal neu angeben und simuliere damit quasi ein zweites Gerät. Und jetzt sehen wir hier auch, dass ich die neue Session sehe, die angelegt wurde. Ich gucke mal hier nach dem Passwort, 1017. Das muss ich jetzt hier eingeben. Und dann bin ich drin. Und dann sehen wir noch was anderes, was wir eben schon im Konzept kurz angesprochen hatten. Und zwar kann ich jetzt hier zum Beispiel sagen, ich will Zoom nicht auf diesem Gerät öffnen, sondern auf einem anderen. Wenn ich jetzt auf dieses Symbol hier unten gehe, das hat auch jede Anwendung, dann sehe ich hier eine Liste von Geräten, die sich gerade in der Session befinden. Und je nachdem, auf was ich hier klicke, da wird dann die Anwendung drauf gestartet. So haben wir eben die Möglichkeit da, das auch auf dem digitalen Whiteboard zu öffnen. Oder auch wenn jemand dann von zu Hause aus mit dem Handy in der Session drin ist, kann der auch für die Leute in dem physischen Raum das irgendwo projizieren, auf einem Gerät, was die eben da haben. So, und jetzt kommen wir noch zu dem letzten Teil davon. Wir haben hier unten das Recap. Das hatten wir jetzt auch ein paar Mal gesehen. In der Konzeption war das ja jetzt eben so, dass das Recap außerhalb von einer Session ist. Wir haben das jetzt aber aus Datenschutzgründen spezifisch für eine Session gemacht, vor allem wenn es eben eine private Session ist. Wie hier wollen wir ja nicht, dass jeder einfach unseren Arbeitsverlauf sieht. Das hängt ja schon mit der Session zusammen, in der man sich befindet. So sieht jetzt diese Recap-Seite aus. Bisher ist es so, dass man jetzt hier selbst die Bilder hochladen muss. Das ist natürlich auch nicht so super einfach, weil man ja auch nicht während seinem Arbeitsprozess die ganze Zeit daran denkt, alles zu screenshotten, was man macht. Das heißt, das widerspricht so ein bisschen der Einfachheit. Das ist aber auch eben so ein Work in Progress. Ich habe jetzt hier ein paar Bilder hochgeladen. Und weil wir auch nicht wollen, dass einfach alles da verwertet wird, hat man einerseits die Möglichkeit, einzelne Bilder zu löschen. Und man kann auch auswählen, was davon jetzt alles in unser Recap rein soll.
Um dieses Recap zu generieren, damit man sich da was drunter vorstellen kann, wähle ich dann die Bilder aus. Ich habe jetzt die letzten drei ausgewählt. Und dann kann ich das hier generieren. Und dann kann ich das hier unten aktualisieren. Dann wird mir hier ein Video angezeigt. Das kann ich hier abspielen. Das ist einfach nur eine Slideshow. Jedes Bild 5 Sekunden. Man kann hier auch das Runterladen, Geschwindigkeit ändern, Vollbild, alles Mögliche. Und so haben wir dann unsere Arbeitsstände dokumentiert. Da können hier auch mehrere sein. Die haben jeweils ein Datum und eine Uhrzeit dabei. Genau, das ist unsere Anwendung. Und jetzt würde ich einmal noch dazu das Datenmodell zeigen. Also eine sehr, sehr simplifizierte Version von dem Datenmodell, um auch so ein bisschen die Zusammenhänge klarer zu machen. Wir haben im Allgemeinen so zwei große Komponenten. Einmal den Raum und die Session. Und anders als ursprünglich geplant, sind die nicht so stark miteinander verknüpft, weil man muss ja eine Session nicht immer nur in dem einen Raum abhalten. Wenn man die wann anders weiterführen will, mit den gleichen Leuten zusammenarbeiten will, kann man das auch in einem anderen Raum machen. Und deswegen hat ein Raum und eine Session haben beide erstmal irgendwas, was sie identifiziert. Und die einzige wirklich feste Verknüpfung ist von einem Raum zu der Default-Session, weil die ist immer in diesem einen Raum. Eine Session speichert aber dann noch eben Name, Passwort, eventuell aktive Geräte, die jetzt gerade drin sind oder auch einfach die Geräte, die überhaupt schon mal beigetreten sind und den Fortschritt und eben auch die Anwendungen, die sich darin befinden. Ja, und das ist eben jetzt für uns auch mal eine schöne Erfahrung gewesen, dass wir nicht Lizenzen von großen Anwendungen nur benutzen können oder nur die Lizenzen haben, um das zu benutzen, sondern aus unseren Erfahrungen und Bedürfnissen eine eigene Anwendung selbst schaffen zu können. Ja, und wir sind da sehr interessiert an dem Austausch darüber und an Erfahrungen von anderen. Genau, Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Und ja. Genau, wir haben auch eine kleine Abstimmung vorbereitet. Auf dem Abstimmungstab kann man auch nochmal eine Einschätzung abgeben, für wie hilfreich man so eine Anwendung hält und dann auch nochmal sozusagen, welche Aspekte vielleicht noch fehlen. Und dann kann man gerne in den Chat noch schreiben, was man sich wünschen würde, was wir noch ergänzen könnten, was hilfreich wäre.